Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Force of Nature. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, vielleicht im Vorfeld, ich war so frei und habe mir mal noch schnell die Palmblatt- oder Palmenblatthose, Palmenblatthose meine ich bestimmt, die Palmblatthose gemacht und die Plunderhose mal rausgelegt und habe dafür statt den Hut, den Palmenhut, habe ich mal wieder die Kabuki-Maske angezogen, weil dadurch habe ich A, eine höhere Laufgeschwindigkeit und eine höhere Ausdauerregeneration, da der Hut, wir gucken mal kurz, der Hut macht 0,1 Ausdauerregeneration, hat zwar 5 Rüstung, aber dafür habe ich hier, wie gesagt, warte mal, hat der eigentlich auch Laufgeschwindigkeit? Nee, der hat keine Laufgeschwindigkeit, dafür erhöht er natürlich noch die Gesundheit 10 und Ausdauer 7. Und hier haben wir 30 Ausdauer, das fand ich irgendwie charmanter. Dann haben wir unten ungefähr wieder gleich viel. Ich habe Essen schon aufgefüllt, habe im Sack auch noch zweimal Traubensaft dabei. Wir könnten mal kurz gucken, wir haben doch noch Fleisch, was wir vielleicht noch verbraten können, gebratenes Fleisch. Gerade mal gucken. Gesundheit 15. Gesundheit 20. Oh, das nehmen wir auch noch mit. Komm, dann können wir das verbraten. Gandalf ist schon wieder fleißig am Arbeiten. Ich habe ihn genötigt. Gestern habe ich auch noch ein bisschen auf der Insel rumgemacht, aber nur ein bisschen. Und habe hier so eine echt mega hässliche Statue gefunden. Die manchmal stehen so Kisten rum. Ich habe eine Schatzkiste gefunden. Also die ist kein... Man muss sie nicht ausgraben. Die stehen einfach irgendwo rum. Und da war, wie gesagt, so eine Statue drin. Bisschen rum, aber wir finden bestimmt noch eine. Mal gucken, ob wir da was Schöneres finden, weil ich finde diese römischen Statuen. Ja, ist halt Geschmack. Ich habe sie mal neben den Brunnen gestellt, weil es sieht so aus, als würde sie da gerade Wasser holen. Ich weiß noch nicht, ob sie da stehen bleiben soll, aber ich wusste jetzt auch so ad hoc nicht, wohin damit. Gut, dann gehen wir gleich mal wieder auf die Insel. In unser Paradies sozusagen. Gucken wir mal, dass wir da ein bisschen weiter aufdecken. Ich bin gespannt, weil da wird ja auch der Edelstein auf der Karte angezeigt. Wir können mal kurz gucken hier. Was das genau bedeutet, weiß ich noch nicht. Ich gehe davon aus, es geht hier wahrscheinlich irgendwie rum und um. Ja, von der Hitze her geht's, trotz der Maske und mit der Hose. Ah, wunderbar. Aber wir haben ein bisschen höhere Laufgeschwindigkeit. Finde ich ganz nice, weil doch einige Skelette immer wegrennen. Gerade dieser Bombenheini, der wirft immer und dann sprintet er irgendwo hin. Oder der Bogenschütze. Von denen hatten wir ja auch schon welche. Mal gerade ein bisschen Gas geben hier. Aber ich finde das Paradies eigentlich ganz nice. Wird mir echt, wie gesagt, sehr, sehr gut, die Insel. Bisschen hässlich der Strand, den können wir mal durchkämmen. Aber, jo. Sei es drum. So, hier ist niemand mehr. Ich habe auch mal an den Palmen ein bisschen gerüttelt. Einige geben Kokosnüsse, andere geben Datteln. Wir können ja mal kurz gucken. Was gibt denn die hier? Ja, guck mal, die gibt Datteln. Können wir uns mal kurz anschauen, was Datteln bringen. Jo, 6 Ausdauer. Also unverbraucht oder beziehungsweise unweiterverarbeitet. Ist das jetzt nicht so der Bringer? Ist das auch Dattel? Ja, das ist auch Dattel. Gab es denn hier auch irgendwo Kokosnuss? Ich glaube, das hier ist Kokosnuss. Jo, schauen wir uns die noch kurz an. Komm, gibt es noch eine? Danke. Kokosnuss, jo. Das gleiche in grün wie Datteln auch. Ich habe schon ein paar daheim. Mal gucken, wie wir die weiterverarbeiten können. Ich bin gespannt. So, jetzt machen wir hier mal... jetzt wird es hier wieder interessant. Ja, das war klar. Dankeschön für die Knochen. So, dankeschön. Tja, hat er gar nicht gemerkt, ne? Knochen, 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 okay. So, gehen wir erstmal hier rum. Gucken, dass uns hier nichts von hinten überrascht.
Okay, der Affe hat uns schon entdeckt. Ja, das ist ja immer gleich so viel Rotzkummers, ne? Na, komm mal mit. Die Krabbe hier noch schnell wegmachen. Danke für den Pelz, Freund der Sonne. Ah, hier ist so eine Kiste. Da schauen wir mal rein. Ein Kelch haben wir gefunden. Kaputtes Schild. Wir können das ja gleich mal angucken hier. Also rum, ausgezeichnete Quali, man findet immer Nägelbretter durch die Kiste, eine Perle und ein Kelch. Okay, cool. Interessant. Oh, die wirft mal Fleisch ab, das ist aber was ganz Neues. Oh, das sind aber andere Affen hier, ne? Komm, bleib stehen. Da müssen wir uns hier gerade mal kurz ein bisschen heilen, ne? So, uns kann man ja ein paar Sachen reinpfeifen. Eigentlich müsste die Spielfigur relativ schnell zulegen, ne? So viel wie wir essen und trinken. Das ist ja unglaublich. Was haben wir da jetzt gekriegt? Kaputtes Eisenschwert, okay. Ah, diese Krabben, die sind auch nicht ganz ohne, ne? Komme ich da nirgendwo durch hier, du? Bleib stehen. Ja, einer von euch kann kommen. Es ist echt witzig, wie die umfallen. So. Ach, war ja klar. Kommen wieder alle aufs Mal hier. So, keiner was verloren hier, sag mal. Ah, Mist, gerade noch den kritischen Angriff geblockt, diese blöde Krabbe. Eine Frechheit. Oh, da sind wieder ganz schön viele von denen. Ah, oh, scheiße. War ja klar. Entspannt euch mal ganz kurz.
Ja, danke. Krass, wenn die immer umfliegen. So, was macht Leben? Ausdauer könnte ich mal ein bisschen pushen hier. Leben geht eigentlich. Ja, ich glaube, die Idee mit der Maske, die zu tauschen statt den Hut, ist nicht die schlechteste. Wobei natürlich der Hut Rüstung hat und die Maske nicht. Aber ein Tod muss man hier ja stellen. Ja, klar, 10 Stück, komm. Ist super. Kaputter Bogen. Na, so eine Bombe haben wir auch wieder gekriegt. Aber Pfeile haben wir jetzt keiner gekriegt. Naja, gut, aber können uns eigentlich auch hier mal ein bisschen was reinpfeifen, ne? Naja, das ist. Man muss es noch weiterverarbeiten. Man sieht hier auch, die Essensdauer ist da viel zu lang. Bei den Chips zwar auch, aber beim Saft. Ist nur 2 Sekunden, das ist eigentlich ziemlich geil. Jetzt gucken wir mal, wie ist denn das beim Fleisch? Auch 4. Ja, da bräuchte er nicht mal besseres Essen. Aber gut, das wussten wir ja schon. Das ist ja auch jetzt nichts Neues für uns. So, machen wir mal. Guten Tag. Ja. Der fällt auch interessant um. Dankeschön. Ach, darauf habe ich nur gewartet, dass du gegen den Felsen wirst, du Hirn. Komm, bleib doch stehen. Ich mag auch diese Bäume hier. Ich glaube, Agaven sind das, oder? Wenn ich mich nicht irre. Die bringen übrigens relativ viele Loks, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist hier nochmal One-Up? Ja. Ey. So, dann fällt mir mal eine Agave. Mal gucken. Stock, okay. Baumstamm. Ja, ist nicht so schlecht. Ist nicht so cool wie diese Riesenbäume bei uns auf der Insel. Aber kann sich trotzdem sehen lassen, ne? Komme ich da nicht durch? Nein. Aber die hackt's wohl, mein Freund. Ja, ist klar. Oh nein, wieso ist denn jetzt Hitze? Stammit. Scheiße. Stammit. Ah, dann können wir die tatsächlich nicht benutzen, die Maske. Okay. Oh. Ach du Scheiße. Achso. Vielleicht soll ich auch wieder wechseln. Ah, ja, okay. Mist, schade. Wir können tatsächlich die Klamotten unserer Wahl nur nachts tragen. Okay, nachts geht's. Tagsüber muss ich den blöden Hut aufziehen. Okay, gut, dann ist halt so. Aber es gibt Schlimmeres. Was? Du kannst da durchwerfen. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Komm, wirf schon. Au, das war gemein. Ah ja, Kupferpfeile, cool.
So kann man sich auch Pfeile zusammensammeln, wenn man keine craften mag. Ich bin ja mal ein bisschen geizig im Moment, muss ich ehrlich gestehen. Auch ein bisschen hier regenerieren. So, dürfte das wieder funktionieren. Jo, wunderbar. Weiter geht's hier. Mensch, die sind richtig schnell im Schießen, die Jungs, huh? Wahnsinn. So, wunderbar. Herstellung Baumwollstoff abgeschlossen. Na, komm her. Ja, läuft doch. Oh geil, da ist wieder eine Kiste. Gucken wir mal kurz hier, ob hier noch irgendwas ist. Ob wir was vergessen haben? Nee. Idiot. Oh, da bin ich mal gespannt, was es jetzt gibt. Hoffentlich nicht wieder so eine hässliche Statue. Ah ja, gleich drei von denen. Doch, es gab wieder eine hässliche Statue. Geil. Sehr gut. Oh, wir haben Glück gehabt, ey. Hat er nicht mal was. Eieieiei. Frag mich nur, was wir mit den ganzen Statuen machen sollen. Jetzt müssen wir dafür noch eine Schrottkiste anlegen. Ich glaub's ja gar nicht, ey. Ja, kommst du mal vielleicht. Ja, wir reinigen die Insel, würde ich sagen. Mal gucken. Okay. Ja, ich hab's mir gedacht, dass es hier so einen Schlenker macht. Oh Gott, wenn das hier noch so weiter schlenkert und... Oh Gott! Das ist da oben. Scheiße. Na gut, ist halt dann so, ne? Da müssen wir uns durchprügeln. Vielleicht kriegen wir noch ein paar von den schönen Statuen. Komm, du blöder Affe.
Ah, das war so klar. Uiuiui, hier ist ganz schön was los, wa? Eieieiei. Ziehen wir uns gerade mal ein bisschen Zeug rein hier. Okay, den Kelch finde ich vielleicht ganz gut. Sieht ein bisschen aus wie ein Totenschädelkelch. Bin immer gespannt. Knochen haben wir auf jeden Fall gefunden. Ordentliches Anrum. Was passiert denn, wenn man den trinkt? Nix. Okay. Wusste ich auch nicht, dass wenn man rumtrinkt, dass gar nichts passiert. Okay, falsche Richtung. Ja. So, gerne einer nach dem anderen, bitte. Was? Ist mit dir nicht in Ordnung? Alter Scheiß hier. Ach, ich find's immer gemein, wenn die so geballt kommen, ne? Das ist dann immer ein bisschen taktisch unklug. So, der haben wir mal los. Ah ja, da ist wieder eine... So, noch irgendjemand hier ein Problem? Du vielleicht, was? So, jetzt schauen wir mal rein. Ach, bitte nicht wieder so eine hässliche Statue. Bitte, 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 bitte. Oh nee, eine hässliche Vase. So eine habe ich nämlich auch schon. Oh Mann. Okay, ich bin mal gespannt, ob es Händler irgendwann gibt oder gibt es überhaupt Händler oder andere Spieler, also NPCs, weiß das jemand? Ich habe den ersten Teil jetzt nicht so mehr im Kopf und auch nicht so intensiv gespielt, wenn ich ehrlich bin.
Also wenn jemand da eine Info hat, gerne. Der Bombenleger hin, da ist er. Zack und weg. Okay, wir kommen doch voran hier. Wir kommen voran. Wir müssen nur mal kurz hier unsere Ausdauer ein bisschen stärken. Gucken, habe ich hier irgendwas vergessen? Ach, das ist ja echt fies eigentlich. Gut. Zack, weg. So, weiter geht's hier. Weiter. Ja, wir sind auch gleich schon wieder am Folgenende angelangt. Ich würde sagen, ich prügel mich hier auf jeden Fall mal weiter durch und hole euch dann vielleicht irgendwo hier mal wieder ab. Ist ja sonst ja auch ein bisschen eintönig. Ja, schade, die geben echt wenig, ne? Wenig bis gar nichts. So, in diesem Sinne, also wir gucken nochmal rein. Wir haben wieder einen Rubin gefunden. Ich glaube, wir haben schon zwei im Lager. Das heißt, wir haben jetzt also drei. Was will er denn? Bisschen Broken-Kram haben wir. Also kaputte Schilder, Eisenaxt, Pfeile haben wir ein paar. Bisschen Loks, bisschen Fleisch. Also wir haben von jedem ein bisschen. Also der Mix, den es hier an Items gibt, der gefällt mir soweit ganz gut. Man kriegt immer von allem ein bisschen. Und wir sind auch schon fast wieder dabei, ein Level aufzusteigen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir reinkommen, ist das Level-Up wahrscheinlich schon geschehen. Aber die Punkte vergeben wir natürlich dann zum Anfang der nächsten Folge zusammen. Ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes sagen als ja, eine schöne sonnige Zeit. Genießt das Wetter und bleibt natürlich weiterhin alle gesund. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Ciao.